Ja, hallo, servus, einen wunderschönen guten Morgen, grüß dich. Der Helmut ist hier heute wieder aus Sisaket, aus Pusing. Wir hatten gerade Regen, also in letzter Zeit hier regnet es eigentlich relativ oft. Die Regenzeit hat eigentlich noch nicht angefangen, aber hier, es ist, ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sieht, alles nass. Heute einmal werde ich ein Update machen, so übers Leben hier. Aber bevor ich da loslege, werde ich hier lecker frühstücken einmal. Man sieht hier wieder klassisch thailändisches Frühstück. Ani Kha, Kha, I don't know, Kha. Was Kha On, das ist also das Weiche. Wie heißt das jetzt an der Kha bei uns? Ich vergesse die deutschen Namen zum Teil. Ani Plevalai. Subhet mi hetla. Aha, Subhet, het heißt da Pilze, irgendwas mit Pilze, Sub. Ani Urg. Nang Pikmeng da, warum geht man Urg? Was ist Pakkom, Pakkom. Pakkom, natürlich Reis und dann Händel. An Händelschenkel gibt's Frühlingszwiebel. Turfakjau, das darf auch nirgends fehlen. Das essen die essen das roh. Ich finde, das schmeckt roh wie Kenia-Bohnen roh. Also eigentlich nicht gut. Wenn ich denen sage, ich mag das gekocht, dann glauben die, ich habe an der Waffel, weil ein Thailänder hat sowas noch nie gekocht. Ich finde das aber gut. Da kannst du echt eine super lecker Stankerle-Suppe daraus machen. So, also ich gehe jetzt zum Frühstück und danach heute eben Update mit vielen Sachen. Vor allem muss ich einmal eines klar, werde ich dann was klarstellen mit der Mikrowelle und so weiter. Also, wir sehen uns gleich wieder nach dem Frühstück. Und jetzt mitten im Frühstück habe ich das erst entdeckt eigentlich. Erstens einmal, leg mal allein, het, Sub het, super lecker, also richtig lecker. Und da sind die Pilze von gestern, so getrocknete Pilze hier. So sehen die aus, mal in die Kamera halten. Sind irgendwie hier aus dem, wie sagt man im Isan, Dschungel, Urwald, sind die heraus, haben die gestern gebracht. Und das Richtige, also dieses Soup Head, sehr, 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 sehr leckeres Gericht. So, wir sind noch nicht fertig mit dem Frühstück, also bis gleich. Frühstück ist erledigt jetzt dann soweit. Aber bevor es jetzt noch losgeht, bevor ich das Update mache, gehen wir noch zuerst einmal schnell Kanum Chin kaufen. Das sind Chinesennudeln. Ich weiß nie, was Chin wirklich heißt. Meistens meinen die mit Chin auch die Chinesen. Wir kaufen schnell ein paar Chinesennudeln und ja, ich würde sagen, fährst einfach mit mir. Übrigens, das, was du hier siehst, ist das, was es gestern geregnet hat. Also, keine Ahnung, über 10 cm ist das hier. Das ist einfach der Regen. Das ist ja krass, oder? Gestern hat es richtig lange geschüttet. Tagsüber, meine Hand nass, hätte ich nicht gedacht, dass es so viel regnet. Unglaublich viel, ha? Du siehst ja hier, also diesen Teich hier, das Arsch, viel mehr mit Wasser gefüllt. Also man merkt echt jetzt so, also gestern da ein paar Stunden richtig fetter Regen. Und du merkst recht direkt, der Teich hier ist eigentlich viel, viel voller. Also. Da sind wir bei den Nudeln. Bei den Nudeln angekommen hier. Und bam, direkt eine Khao Savoy. Eine Khao Savoy Mango mir direkt am Kopf gehauen. Diese Mangoart nennt man Khao Savoy. Gibt ja hier 1000 verschiedene Mangoarten. Ne? So, jetzt also sind wir hier beim Laden Kanum, na, Lukchin, Sulukchin Kap, Sulukchin Kap, Kanumchin, 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 Kanumchin. Hat die Lola? Silo Paula? Silo Paula? อ๋อที่นี่มีนำทำอะไรนี่ไข่
No hook sieb, la. Se tarai. Low nung la. Praman low nung na krab. Nam yang mei mi la. Nam yang mei. Nam ya. Boom. Was kauft man jetzt? Anila? Ja. Oh, nam ja lo nung ba? Oh, nam ja lo. Lo nung ba? Ah. Titi ni ki kilo? 4 kilo. 4 kilo, ha? 4 kilo. 4 kilo heißt 4 kilo. 4 kilo. Aha. Oh. Das ist das Namyang. Namya. Chalai, Namya, chame. Namya Pla. Namya Pla. Okay. So, ja. Das isst man hier mit den Chinesen-Nudeln sozusagen. Aber das ist hier mit Fisch gemacht. Mit Fisch bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Ne? Bei Fisch gibt es immer wieder so Sachen, wo ich nicht so ganz happy bin. Kann immer wieder mal vorkommen, dass der Fisch doch ein bisschen riecht. Leihoxi, bra. Siehst du? So ist er, der Helmut. Holt die Kohle raus und bezahlt. Hoxib, Animi Hoxib, ne? Trauen, Talle. Okay, marking, abgang, abgang. Oh. Cool, da kannst du in Thailand richtig Probleme haben, weil jetzt dann kostet es 160 und du gibst 1060. Was die da komplett verwirrt, Korbkorn macht hab. Dass die da keinen Plan haben, was die da rausgeben können. Das verwirrt die mehr als wie den Tausender direkt. Kopfkorn mach ab. Kundham Luktin Engler. Kundham Tini Engler. Kanum 10. Kanum 10. Krön alle. Krön fen alle. Krön fen alle. Krön fen alle. Krön fen alle. Komm du neu rein, Kap. Kopfkorn Kap. Also, das ist jetzt an hier. Da macht die. Da macht ihr den Lukchin. Ich sage immer Kanumchin, Lukchin. Ich sage immer Lukchin, das sind die chinesischen Kinder. Und die Kanumchin, das sind die Nudeln. Also da scheint hier auf einmal Fall so die Maschine, die Kühlung für die Maschine. Das sieht ja auch aus, oder? Wie vom das Getriebe vom Volvo, oder? Ja, ist ja eh, Alter, das ist ja originaler Autogetriebe, oder? Guck dir das mal an. Alter, mit der Kardanwelle, vom Volvo ausgebaut, oder vom Boden. Volvo, la? Mein Scheiler. Das ist ein Elektromotor, der wird da das Getriebe antreiben. Jetzt hat die das da hier abgedeckt. Schauen wir mal, was da drin ist. Ah, okay. Da ist nicht viel drin. Ah, okay. Da wird der Teig da drin. Man sieht das jetzt an hier. Ich gebe das nur auf. Da wird der Teig geknetet. Aha. Vielleicht muss man da irgendwie, vielleicht kann ich da irgendwie einmal herkommen und mir das direkt angucken. Ha? Ah, und da wird, das ist der Ofen. Guck dir das mal an. Sieht ja cool aus, oder? Hier. Das ist noch warm drin. Da könnte man Pizza machen. Aber die kochen hier. Da kocht die Nudeln hier. Ne? Das ist hier, da schätze ich einmal das Nudelwasser. Krass, ha? Das ist so der Ofen hier. Sehr interessant. Ich werde die mal fragen, ob die vielleicht mir erlaubt, dass ich mal filme, wenn die Kanum Chin macht. Wäre vielleicht auch eine interessante Sache. Schreib mal in die Kommentare, ob das interessant wäre, zu gucken, wie man Kanum Chin macht hier. Würde mich selber interessieren. Wahrscheinlich. Auch wenn keiner was schreibt, wahrscheinlich komme ich trotzdem hierher, weil es mich selber einfach interessiert. Also, jetzt dann, nach Frühstück, nach Nudeln kaufen,
das Update. Übrigens beim Nudelkaufen ganz interessant. Ich habe mir gedacht, weil ich ja gesagt habe, vielleicht das wäre echt interessant, da mal da Doku zu machen, wie diese Kanum Chin hergestellt werden. Die macht die um 2 Uhr morgens. Da haben wir jetzt dann das Problem, um 2 Uhr morgens darf ich nicht dahin fahren, denn da ist absolutes Ausgehverbot in Thailand. Also daher wird die Doku aufgrund der Gesetzeslage, dank Covid-19, kann ich da nicht hinfahren und das filmen, weil ich, also so weit sind wir jetzt nicht, dass ich drüben pennen darf, vielleicht schon ab irgendwie. Und daher wird das wahrscheinlich also eher nichts werden. Dann etwas, das ich loswerden will, und zwar... Ich weiß nicht, wie die Leute drauf gekommen sind, da habe ich echt keine Ahnung. Ich mache hier auch mal auf, damit das ein bisschen heller wird. Leute haben mir gesagt, dass ich das hier gefilmt habe, ich habe eine Mikrowelle als Fernseher verkauft. Nein, das ist keine Mikrowelle, das ist ein Fernseher. Aber vielleicht kennen auch viele neue, moderne Menschen auch keinen Röhrenfernseher mehr. Also es gibt heute sind die Flachbild, aber früher die Röhrenfernseher, die sind breit. Und das ist keine Mikrowelle, weil hier ist nichts zum Öffnen, ne? Das ist zum Ein- und Ausschalten eigentlich. Also man... GVI View sagt schon eigentlich, es hat was mit Sehen zu tun, also so würde eine Mikrowelle nicht heißen. Das einmal zum Anfang jetzt an erwähnt. Gut, die Mikrowelle. Dann, was ich, die Klimaanlagen-Update. Ja, da sind wir eben beim größten Thema jetzt, ein Klimaanlagen-Update. Zum ersten einmal überhaupt, das war die beste Entscheidung, die ich im Jahr 2020 getroffen habe. Nein, vielleicht nicht, aber unter den Umständen, weil ich konnte wirklich nicht mehr schlafen. Da gibt es auch gleich mehrere Sachen zu dem Update, weil ich ja von meinen Beinen erzählt habe, da haben mir wirklich Leute mit dem Restless-Syndrom Angst gemacht. Ich gucke da extra nicht nach. Vielleicht bin ich auch so ein Vogelstrauß, Kopf in Sand, dann weiß ich es nicht, aber ich habe keine Lust darüber nachzusehen. Warum sehe ich nicht darüber nach, ist, weil ich über den Placebo-Effekt Bescheid weiß. Ich habe jetzt eh schon Panik fast, dass ich nicht am Placebo-Effekt da irgendwie erkranke. Das ist ja wissenschaftlich in tausenden Studien nachgewiesen, der Placebo-Effekt. Das hat viel mit Einbildung zu tun und dann hast du das, weil du dir denkst, du hast das ganz einfach. Und das ist eigentlich ganz schlimm. Wobei Restless dachte ich immer, dass die so irgendwie, hatte ich früher mal so ein bisschen Kontakt mit Restless-Patienten aufgrund von sportlichen Aktivitäten. Ich dachte, die vibrieren dann immer so, dass bei denen der Fuß immer so geht. Bei mir kribbelt das eigentlich. Und zur Frage, das hat auch bei mir einen längeren Grund, auch nicht mit Magnesium und so weiter, erkläre ich das vielleicht. Ich glaube, das hat mit Hitze zu tun gehabt. Das hatte ich zum ersten Mal in Zypern, auch mit Wadenkrämpfe. Davor habe ich das nie gekannt. Ich dachte mir, was soll sowas sein eigentlich? Davor kannte ich das nicht. Und mit der Hitze hier zum Beispiel habe ich so Art wie spastische Anwandlungen, wenn ich nicht Mineralsalze, also isotonische Getränke zu mir nehme. Muss ich sowieso machen. Vielleicht hatte ich das auch in letzter Zeit ein bisschen wenig gemacht und das auch mitgespielt. Ich weiß es nicht. Das liegt aber, weil ich schwitze ja, ich trinke ja, weil auch Leute schreiben, trink mal 4 Liter. Ich trinke hier so im Schnitt 6-7 Liter am Tage. Nicht nur hier, ja, weil es heiß ist. Wenn es nicht so heiß ist, geht es mal runter bis auf 5 Liter. Vielleicht auch mal 4 Liter. Nein, ich glaube, ich habe noch nie einen Tag gehabt mit 4 Liter, glaube ich, die letzten 10, 15 Jahre wahrscheinlich. Also ich trinke relativ viel. So, das war's mit dem. Die andere Sache, das war nur jetzt einmal kurz, weil mal viele Leute da kommentiert haben mit dem Restless-Syndrom und so weiter und so fort. Die Klimaanlage, wirklich die beste Entscheidung, wenn ich das so sagen darf, weil ich schlafen kann und weil ich echt schon fast nicht mehr schlafen konnte. Und das war übelst. Und das ist, die ist leise und so weiter. Und es gibt natürlich, hat es auch einige Klimaanlagen, nicht nur Klimaexperten, in diesem Fall hat es ja Klimaanlagenexperten gegeben, wie man da alles erzählt hat. Eines dürft wahrscheinlich wirklich, da frage ich mich, ob das stimmt mit dem, dass da zu wenig Flüssigkeit drin ist oder Gas, dass die Klimaanlage nicht richtig kalt wird. Das könnte tatsächlich sein, aber generell in Thailand kommen auch vor, ich denke mal, das ist ja Wahnsinn, dass die nicht wirklich richtig kalt rausbläst, die Klimaanlage. Ich bin aber kein Klimaanlagenexperte, weil in Österreich haben wir das eigentlich so seinerzeit, war das nicht so Thema, hat man das nicht so verwendet. Da erkenne ich mich mit den Klimaanlagen nicht so gut aus. Deswegen kaufe ich auch die billigste. Nicht deswegen, eigentlich normalerweise kaufen die Leute ja immer was Teures, wenn sie sich nicht auskennen.
Aber ich bin sehr oft drauf gekommen, dass die teuren Sachen auch nur Bullshit sind. Ganz ehrlich. Und deswegen, es gibt so, wer billig kauft, kauft doppelt. Das hat vielleicht vor 40 Jahren mal gestimmt. Aber ich weiß noch, in der Segelschule hat der Peppi beim Aldi einen Akkuschrauber für 30 Euro gekauft. Ich habe mal gedacht, Peppi, hast ein Rad ab. Das ist Schrott. Das war der beste Akkuschrauber ever. Besser als die ganzen Makita, die das Zehnfache, die 300 und 350 Euro kosten. Wesentlich, wesentlich viel, viel besser. Viel längere Akkuszeit und so weiter und so fort. Deswegen, seit damals ist mein Glaube an diese Markenprodukte und das Ganze ziemlich erschüttert bei so einem zehnfachen Preisunterschied. Und der andere hat dann eine viel, viel bessere Akkuleistung. Das nebenbei. Aber jetzt dann zur Klimaanlage. Ja, die Klimaanlage ist eingebaut. Kommentare, trockene Baustelle. Also zumindest, ich weiß gar nicht, ob die Kommentare waren mit trockener Baustelle. Ich zum Beispiel habe zu meiner Freundin gesagt, weil ich die gefragt habe, wollen wir denen nicht irgendwie was zu trinken geben und so weiter und so fort. Sag ich, ich bin auch Handwerker und zu meiner Zeit, wenn wir auf der Baustelle gekommen sind, da gearbeitet haben, nichts zu trinken gekriegt haben, dann hieß es da hier hängen, ne? Also trockene Baustelle. Da hat die gesagt, ja, wenn die fragen, können die ruhig ein Wasser haben. Ne? So ist das. Dachte mir, okay, ich mische mich hier nicht ein in die Gepflogenheiten. Ich bin hier Gast. Da werde ich nicht hierher gehen und sagen, hey, so bedient man Handwerker und ein Handwerker gibt man Tipp. Nee, mache ich nicht. Deswegen, ich habe auch sie bezahlen lassen. Wenn die Tipp gegeben hätte, passt, hat die nicht. Fertig aus, hat die auch gar keine Lust darauf gehabt. Ich habe ihr 10 paar Tipp gegeben. Wechselgeld habe ich gesagt, brauche ich nicht zurück. Das einmal zu dem, weil alle so, ja, hey, ich hätte das den Tipp geben sollen und so weiter und so fort. Da bei den meisten, glaube ich, irgendwie ist das mehr so ein bisschen eine Persiflage, glaube ich, von denen. Die haben das montiert, die Sache ist gut, wirklich gute Sache. Zweite Sache, also neben denen, dass die Kommentare waren eben mit dem Trinkgeld, war ja vorher schon am ersten Tag mit keine Decke, also Plafond. Wir sagen in Österreich Plafond dazu. Und ich frage mich, wer auf die Idee kommt, woher das so kommt, dass da alle sagen, dass hier keine Decke ist. Ne? Und dann haben die Leute eh gemerkt, der Decke, aha, der hat da Decke am Plafond. Wir haben einen Plafond hier, weil das hier gemacht wurde. Da war auch die Frage, wer hat das bezahlt? Ich habe es nicht bezahlt. Das war, meine Freundin hat gesagt, sie kann hier nicht mehr schlafen, weil das war... Also deswegen mit der Klimaanlage, es hat sich viel verbessert. Das war eines der krassesten Sachen am Anfang überhaupt hier, weil du hast eine Million, weißt ja, so wie hier war, wenn du hier guckst, da konnten ja alle Käfer und so weiter rein. Natürlich auch die Mücken, aber die Mücken waren ja, sind weniger durch die Ventilatoren. Aber es war so krass mit den Käfern, es zwickt da irgendwo im Arsch, hätte ich jetzt fast gesagt, da irgendwo drunter, es zwickt so, die stechen dir nicht wirklich, aber es zwickt so irgendwie, dann zack, hast du irgendwie so einen Käfer irgendwie mitten in der Nacht wieder drin oder in den Haaren und so weiter. Das war wirklich krass und sie konnte so nicht schlafen. Sie hat sich ja auch gedacht, dass kühler sein wird, was aber in der Nacht logischerweise nicht ist. Im Gegenteil, der Raum ist ja danach noch mehr aufgeheizt, weil ja weniger Kubikmeter Luft, die Luft ja auch nicht zirkulieren kann, nicht raus kann, in dem Raum drinnen ist es noch viel mehr aufgeheizt in der Nacht. Aber kannst du ja eh nicht sagen, danach war es ja eben heißer, aber dafür wenigstens keine, das ganze Gebacks, wie sagt man dazu, Insekten und so weiter halt nicht mehr da. Das war eigentlich wirklich eine coole Sache. So, also die Decke wurde eingezogen, wer die bezahlt hat, ob die meine Freundin bezahlt hat, ob die der Vater bezahlt hat, ich weiß es nicht. Sie hat das auf alle Fälle angeschafft, hat da den Kostenvoranschlag holen lassen und dann wurde das gemacht. Der Vater hat die Rigipsplatten geholt und dann kam da hier ein Chang. Da hat man ja Problem mit dem Chang, weil ich jetzt gerade, wenn wir gerade da dabei sind, weil ich hatte mein Geld wohin getan und hatte es vergessen. Und ich dachte mir gerade noch an dem Tag, dachte ich mir eigentlich so eine geile Familie, weil in der ersten Familie, wo ich damals war in Nongbulampu, da war gleich an den ersten Tagen irgendwann mal, die saß mal irgendwo zusammen, da war die Großmutter nicht da, aber die Tochter von meiner damaligen Freundin da und da hat die erzählt in der Runde, wie die mit der Großmutter da irgendwie 2000 Baht oder so abheben gegangen ist. Aber die Großmutter kann ja nicht sehen, deswegen gibt die der Enkeltochter die Bankomatkarte, sagt, heb mal 1000 Baht ab, also 1000 Baht und die hebt gleich 2000 ab und steckt sich ein Tausender ein, weil die Oma ja halb blind ist oder zumindest das nicht sieht oder sich nicht auskennt. Und da haben alle gelacht.
Da habe ich mir gedacht, ey, wenn das meine Tochter wäre, würde aufstehen, ich würde da so eine clashen, dass die von der Mauer, auch wenn die 20 Meter entfernt ist, die zweite kriegt. Ganz im Ernst, das wäre für mich so ein, da würde ich, glaube ich, echt alles vergessen. Trotz all dem, was mit meiner Mutter und meinem Vater und so weiter, das würde einfach für mich so, da würde ich mal denken, boah, mein Blut, Alter, das, da würde ich einen Rappel kriegen in der ersten Sekunde, da würde ich sicher wegdicken. Und die haben alle gelacht, die fanden das cool. Und hier in der Familie dachte ich, eigentlich ist das nicht so. Dachte man, wie cool, hier kann man so die Kohle irgendwie liegen lassen, muss man nicht Angst haben, dass man bestohlen wird. So, und dann ist auf einmal meine Kohle weg, waren ja immerhin 8000 Baht. Ne? Ich dachte mal, leck mir am Arsch. Alter, die Kohle ist weg. Damals war ja gerade der Chang da. Ich habe das ja meiner Freundin gesagt und dann hat das die Mutter auch gehört. Die hat die volle Panik gehabt, weil die dachte, weil die weiß natürlich, die kennen sich ja hier, dass die Handwerker am Gambeln sind, am Spielen sind, dass die das eventuell genommen haben. Gott sei Dank bin ich ja drauf gekommen, okay, wo ich es hingegeben habe, war das weg. Aber im ersten Moment, da war es so, da dachte ich mir, boah Junge, jetzt will ich eigentlich weg hier. Da habe ich mich sehr ungut gefühlt. Also die Decke, ich habe die Decke nicht bezahlt, die ist dann hier reingekommen. Daher die Klimaanlage, die habe ich bezahlt. Und wenn du jetzt dann hier vielleicht so ein bisschen ein paar Sachen hörst, dann kann ich das auch einmal ganz kurz zeigen. Hier wird gerade so die zweite Klimaanlage installiert. Da drin, falls man da reinsieht, man sieht den Chang. Draußen, da sieht man sogar eine weibliche Chang, also eine Frau Chang sozusagen. Also der Vater, habe ich richtig Werbung gemacht, jetzt entdeckt er sich auch. Und der kauft sich selber eine Klimaanlage, also nicht jetzt dann auf mich. Deswegen, ich bilde mal kein Urteil über die Familie, weil ja viele kommentieren immer, die wissen ja alles, wie, was, wo, wann bezahlt. Ich nehme halt Schicksal so, wie es ist. So, ja, das war das zum Thema Klimaanlage. Also Tipp hat es keinen gegeben. Die schreiben, ich hätte den Tipp geben sollen. Gib den Tipp selber bei jemandem. Wahrscheinlich bist du eher Knauserer, wie jemand, der sowas geschrieben hat. Wie immer. Decke ist da, also die Klimaanlage, das passt schon mit der Klimaanlage. Wir haben hier eine Decke. Dann, Mikrowelle habe ich auch klargestellt. Und letztes Ding, wie geht es meinem roten Auge? Muss ich vielleicht herausgehen, dann sieht man etwas besser. Ich habe mich auch gefragt, ob nicht eventuell eine Sache, die hier ist. Also es ist besser, es hat auch direkt, warum ich auch sage mit der Klimaanlage, die erste Nacht mit der Klimaanlage, das Auge sich wesentlich besser angefühlt am Morgen. Da dachte ich mir, vielleicht hat das viel mit den Ventilatoren zu tun. Direkt besser angefühlt, das ist auch jetzt nicht mehr so richtig rot, das Auge, aber hier ist hell, deswegen kann ich es nicht so weit aufreißen. Und es ist besser geworden. Ich hatte mir natürlich Augentropfen gekauft. Ich weiß nicht, was die für einen Stoff drin haben. Die haben da irgendwie geschrieben, der Stoff ist dann so wie das und das, wie irgendein Antibiotikum, also mit irgendeinem Antibiotikum drinnen, was ich jetzt so rausgefunden habe, was da drauf gestanden ist und was ich dann an Wikipedia gelesen habe. Ja, die habe ich mir reingetropft, viermal am Tag. Und das Auge geht mittlerweile besser. Wobei, es gibt halt zwei Sachen. Eines ist mit dem Zug und das zweite ist, was du hier hast, das sind mir auch im Isan aufgefallen. Du hast diese ganz kleinen, diese Bugs, diese, so wie Fruchtfliegen. Sind es vielleicht Fruchtfliegen? Ich weiß es nicht. Und die fliegen da auch immer so am Auge. Das hatte ich auch. Ich hatte zweimal auch vorher schon, kann ich mich erinnern, so mit dem roten Auge oder vielleicht sogar dreimal. Mit dem Bugs, glaube ich, hatte das mindestens zweimal mit diesen Fliegen. Einmal hatte ich es, weil ich so Staub ins Auge gekriegt habe, das war hier auch, wo wir Vorhang runtergetan haben und das kam alles ziemlich gleich und habe mir gefragt, ist es das, dass da der Staub da irgendwie, Bakterien, irgendwie was vom Staub drauf oder auch diese, weil diese ganz, die zielen ab, wenn das Auge offen ist, zack, sitzen die drauf auf dem Weißen, also die fliegen dann nicht irgendwo neben das Auge, sondern die zielen es echt ab, direkt dir ins Auge zu fliegen. Und da hatte er ja mindestens zweimal, also mit den Dingern da. Und da hatte ich auch lange Zeit rot und dann, die fliegen halt hier immer wieder irgendwo rum. Das ist katastrophal zum Teil hier. Und das könnte es auch vielleicht mit dem roten Auge sein, ich weiß. Bin mir nicht sicher. Auf alle Fälle, jetzt dann geht's besser. Bin ich schon mal froh und vielleicht halt mit dem Ventilator dann dazu verstärkt. Das eine ist vielleicht der Auslöser und das andere ist, warum es nicht heilt. Also das sind die Sachen jetzt dann hier. Das ist jetzt dann hier. Das Update, Klimaanlage, ja, ist drin, Tipp hat es keinem gegeben, Plafond ist gekommen, den habe nicht ich bezahlt. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich da mal
Ich habe eh letztens so was dazu gesagt, dass ich nicht ein Finanzier bin. Da sage ich auch in den Videos, ich habe mich dahin nicht geändert. Ich bin kein, weiß eh nicht, aber es sind eh ganz wenig Kommentare von ungeschickt denkenden Menschen, sagen wir es jetzt dann einmal so. Und Auge auf alle Fälle geht besser. Und ja, es kommen jetzt dann ein paar neue Sachen, ein paar neue Ideen, die ich hier ausprobieren will. Aber es ist halt nicht immer alles so einfach, weil es halt nicht so funktioniert, wie man sich denkt, wenn da andere Leute mit involviert sind. So wie gesagt, mit dem Kanum Gin funktioniert nicht, Ausgangsverbot. Würde ich aber trotzdem echt gerne mal sehen, wie die das machen. Ich fand, das sah cool aus mit diesen Hingemauer, das aussah in der Art wie so ein Pizzaofen. Eigentlich eine coole Sache. Und mal schauen, was morgen ist im morgigen Video. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist und ich sage Servus, alles Gute und bis zum nächsten Mal.